Minztee in Deutschland trank. Und überhaupt, da hat mein Kollege Bernd Kungel echt was zu stemmen für Sie. Madonna Mia, die Göttliche, ging wirklich mal wieder in die Vollen. Tanzend und singend hechtete die 42-Jährige über die Bühne und von einem Outfit ins andere. Zum Madonna-Laufsteg geriet auch der Auftrieb der Fans. Haarscharf den Megastar und Trendsetter im Auge, kamen viele der 11.000 Konzertbesucher, gestylt im Stil der Pop-Ikone. Egal wie sehr der breiige Sound aus riesigen Lautsprechern auch waberte, der Superstar sorgte in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle für Verzückung. Berlin von Kopf bis Fuß im Madonna-Rausch. Es war wunderschön, aber sie hätte zumindest mal Hallo sagen können, Hallo Berlin und Tschüss und Danke, ein Strahlen oder Winken ins Publikum. Aber davon kam ja gar nichts. So groß auch die Begeisterung mit ihrer Stippvisite an der Spree, sorgte die Pop-Diva für eine beispiellose Medienjagd. Überall wurde die partyfreudige Sängerin gewittert und doch bekam sie niemand wirklich zu Gesicht. Eingeigelt in der Präsidentensuite dieses Luxushotels ließ sie ihre Fans vergeblich warten. Und auch auf den zahllosen Madonna-Partys glänzte der Star durch Abwesenheit. Da langweilte sich auch Berlins neuer Bürgermeister. Wenigstens Tochter Lourdes wurde bei einem Sightseeing-Ausflug am Potsdamer Platz gesichtet. Natürlich streng bewacht vom Bodyguard und den Kindermädchen. Madonnas einjährigen Sohn Rocco versteckte die treusorgende Nanny gleich ganz unter einer Plane. Den eingefleischten Fans aber ist all die Geheimniskrämerei schnurzegal. Sind wir morgen noch hier, vielleicht morgen Abend nochmal. Nochmal hier die Karten ab. Dreimal noch gibt sich der Megastar in Berlin die Ehre. Vielleicht die letzte Gelegenheit, Madonna auf einer Welttournee zu erleben.